Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr seht, habe ich die neue Kollektion von Essence Make Beauty Fun vor mir. Und Essence feiert seinen 20. Geburtstag. Da haben sie natürlich eine schöne Kollektion rausgebracht und die wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Zum einen gibt es einen Topcoat Nagellack. Den habe ich auch aufgetragen. Ich weiß nicht, wie man das sieht. Das ist so mit leichten Glitzerpartikeln drin. Hier oben haben wir noch das kleine Emblem mit dem 20. Geburtstag. Also ich finde, der Farbverlauf auch bei den anderen Produkten, den finde ich richtig toll. Da gibt es einen Beauty Blender im Eierbecher. Was ich gut finde, ist, dass der hier unten quadratisch ist und somit gut steht. Niedlich. Auch hier wieder der tolle Farbverlauf von Pink zu Creme. Haben sich wirklich was einfallen lassen. Er ist sehr weich. Gefällt mir gut. Ob ich den benutzen werde, glaube ich eher nicht. Das ist wieder so ins Sammeln wird das übergehen. Dann habe ich hier einen Highlighter. Auch hier ist ein schöner Farbverlauf zu erkennen. Von leichten Rosé in Creme. Dann haben Sie eine Lidschattenpalette dazu. Mit richtig tollen Sommerfarben. Finde ich mega klasse. Damit werden wir dann auch noch einen Look schminken. Hier oben ist noch ein schöner Spiegel mit drin. Dann gab es, das gab es leider nur online, gab es, wie viele Pinsel? 3, 6, 7 Pinsel. Finde ich richtig niedlich. Da haben wir einen Blenderpinsel hier mit drin. So ist von der Größe. Ich finde sie relativ klein. Hier haben wir einen schönen Blenderpinsel. Dann ein Eyelinerpinsel. Fässt sich gut an. Das ist alles relativ matt. Ein Spuli und diese Art von Pinsel. Gefällt mir gut. Die kam, glaube ich, 10 Euro. So, und dann gab es noch aus der Collect Moments Edition. Ist auch mit dem 20. Geburtstag. Hängt das auch mit zusammen. Da gab es so ein Täschchen, das kam. Wie viel kam das? 12,95. 12,99, genau. Und da ist drin ein Fixing Powder. Auch hier haben wir wieder den Hinweis auf 20 Jahre Essence. Schön gemacht hier, das finde ich gut mit dem Pressing. Dann gibt es einen Extrem Shine Lip Gloss. Auch ein Nagellack. Ich meine, es ist ein farbloser Nagellack. Damit kann man nichts falsch machen, auch wenn man den dann zum Steine bemalen benutzt. Eine kleine Kosmetiktasche. Und hier gibt es noch den Extreme Limited Volumen Mascara. Den werden wir heute auch ausprobieren. Hat dieses Bürstchen. Tja, bin ich gespannt, wie die im Test sind. So, ich habe für die ganzen Produkte 42 Euro bezahlt. Ich hatte es online bestellt und hatte es gestern schon in der Post gehabt. So, und wenn ihr jetzt noch sehen wollt, wie der Lidschatten performt,
Dann bleibt dran, ansonsten schaltet aus. So, da bin ich wieder. Oh, heute war es wieder windig im Bett. Man sieht es an meinen Haaren. So, dann legen wir los. Ich hatte überlegt, was ich denn für einen Look schminke. Aber ich habe ein lindgrünes Oberteil und da werde ich natürlich diese Töne benutzen. Die haben mich natürlich auch angesprochen und vielleicht tue ich jetzt erstmal mit diesem Gelbton anfangen. Wir gucken erstmal so, wie es ist und dann mal sehen. Wir gucken erstmal, wie das jetzt hier zum Setten erstmal ein bisschen Gelb mit drauf. Genau, schönes Gelb. Oh, sieht man. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ah ja. Vielleicht schwitze ich auch schon wieder zu sehr. So. Doch, oh, man kann es gut erkennen. Richtig toll. Ist erstmal bloß so. Das Auge ein bisschen zu. Setten. So, jetzt nehmen wir diesen Grünton. Mal sehen, wie der so ist. Guckt. Ha, perfekt. Mal ganz vorsichtig ein bisschen auftupfen. Leichtes Kickback. Ja, konnte auch meine Haare ein bisschen zurück machen. Die sind sehr weich, die Farben, und lassen sich relativ gut auftragen. So, jetzt gucken wir, dass wir das noch ein bisschen hier so ausfüllen. So, dann würde ich diesen Farbton benutzen. Den würde ich mir gern auf das Lid aufgeben. Oh, guckt euch die Farbe an! Die sieht sehr aquatisch aus. Oh, die gefällt mir gut. Die gefällt mir gut. Das sehe ich ja aus wie ein kleines schillerndes Vögelchen. Wow! Also ich habe ja gerne mal solche extremen Looks. Ich gehe damit auch auf Arbeit. Auch wenn ich aussehe wie ein Papagei. Ich passe meine Lidschattenfarben immer meinem T-Shirt an. So, jetzt würde ich noch hier innen es probieren mit diesem Farbton. Narben haben die keine. Jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig hier rein. Leichtes Fallout, etwas krümelig. Aber oh, macht ja nichts. Bin ich ja schon gewohnt von den Essence-Farben. Ehrlich gesagt, auch teure Lidschatten haben Fallout. Ich finde immer das Preis-Leistungs-Verhältnis von Essence einfach top. Die Palette hätte konnte auch 20 Euro kosten, hätte ich es auch gekauft. Schön, richtig schön cremig. Was heißt cremig? Also es lässt sich gut auftragen, wirklich, es lässt sich echt gut auftragen. Kann man nichts sagen. So, wir könnten natürlich noch was in den Inner Corner machen. Noch ein bisschen, hier habe ich noch einen noch etwas helleren Ton. Aber wie gesagt, ich bin nicht so der Fan für den Inner Corner, weil ich mir immer in die Augen reibe. Aber für jetzt geht das noch. So.
würde natürlich hier unten noch ein bisschen einen Rand ziehen mit diesem Pinsel. Ist vielleicht nicht gerade der beste Pinsel. Nehmen wir den. Ja, ich bin kein bestes Beispiel für Schminken. Ich mache das immer so, wie es für mich am besten geht. Hatte ich, glaube, in den letzten Videos schon immer gesagt. Und jeder muss halt rausfinden, wie es am besten hinkriegt, wie es ihm am besten gefällt. Genau. Sind da keine Grenzen gesetzt. Also ich finde, es sieht schön aus. Oh, ich liebe das. Ich liebe Schiller. Ich liebe Glitzer. So, ich würde sagen, wir nehmen jetzt noch die Extreme Volumen Mascara und da hoffe ich mal, ob ich das hinbekomme. Neue Mascara, ich habe sie vorher noch nicht getestet. Ich mache das alles mit euch jetzt frisch. So. Oh, Musik im Hintergrund, heute ist Männertag, ein Gehupe draußen auf der Straße. Ich sollte vielleicht doch eher aufstehen und um 7 schon filmen, wäre vielleicht besser gewesen. Oh, muss ich die Augen doppelt so groß aufreißen? So, einmal noch rein. Ach ja, ich gehöre zu denen, die so machen. Obwohl das gar nicht gut ist, desto mehr Luft kommt ja in die Mascara. So. Oh, meine Augenbrauen, meine Wimpern stehen wieder in allen Himmelsrichtungen. Herrlich. Lass doch hinkriegen. So, unten noch ein bisschen. Ich bin mit den Bürstchen komme ich gar nicht so richtig zurecht. Das ist für mich bald ein bisschen groß. So, nochmal. Und wieder, oh, dieses lustige Gesicht. So, letzter Versuch nochmal hier dran zu kommen. So. Meine Wimpern sehen aus, als würden sie so machen. So, Leute, ich lasse es so, bevor ich es versaue. Guckt euch das an. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Dann haben wir ja noch diesen Highlighter. Den mehren wir jetzt auch noch mit drauf. Mal gucken. Da muss ich immer vorsichtig sein. Da denke ich immer hier, es ist wenig. Und dann ist es doch übertrieben. Oh ja, ich sehe es, war schon fast wieder zu viel, aber egal, heute ist Feiertag, heute können wir ein bisschen mehr auftragen. So, perfekt, sehr schön. Dann habe ich noch ein Fixing Spray, der letzte Rest. So. Warten wir noch eine Minute. In der Minute können wir noch mal schnell das Haar richten. Und ich habe ja noch einen Lipgloss. So. Kriege ich das so hin?
Riecht gut. Riecht gut. Vielleicht ein bisschen viel, aber gut. So, wie gefällt euch mein Augen-Make-up heute zum Männertag mit grünen Shot und Highlighter, Lipgloss? Also mir gefällt es gut. Kann die Party starten. So, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da. Schaut gerne in meine Infobox, da werde ich die Preise noch mit reinschreiben und tschüss, bis zum nächsten Mal.